Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Cyberport Unboxing. Heute haben wir für euch das Gigabyte Aero 15. Im Lieferumfang enthalten sind das Notebook selbst, ein Netzteil mit Netzkabel sowie die üblichen Papierbeilagen. Auf den ersten Blick wirkt das Design des Aero 15 hochwertig und durch den kantigen Schnitt sehr sportlich. Das schwarze Gehäuse zeigt auf dem Displaydeckel eine geometrische Gravur und wird durch das glänzende Aero-Logo kontrastiert. Weil hier Aluminium verbaut wurde, ist das Gigabyte Aero im Vergleich zu anderen Gaming-Notebooks mit 2 Kilogramm auffallend leicht und mobil gehalten. Außerdem ist es zusammengeklappt gerade einmal 2 cm dick. Somit lässt es sich trotz seiner starken Hardware noch gut transportieren. Das 15,6 Zoll große OLED-Display löst in 4K, also mit 3480x2160 Pixeln auf. Damit der Displayrahmen schön schmal bleibt, sind Webcam samt Schiebeabdeckung und Mikrofon unter das Display in die Basiseinheit gewandert. Das Touchpad mit integriertem Fingerabdruckscanner befindet sich mittig unter der Tastatur mit Nummernblock. Über der Tastatur sitzt ebenfalls mittig der Powerbutton. Auf der rechten Seite haben wir den Anschluss für das Netzteil, einen SD-Kartenleser, einen USB-C 3.1 Anschluss mit Thunderbolt 3 sowie 2 USB-A 3.2 Anschlüsse. Dem gegenüber liegen ein HDMI 2.1 und Mini-DisplayPort in der Version 1.4, ein weiterer USB-A 3.2 Anschluss, die Audiobuchse und ein LAN-Port. Zuletzt finden wir auf der Unterseite vorn rechts und links die Lautsprecher. Das war's auch schon wieder mit unserem Cyberport Unboxing. Detaillierte Infos zum Gigabyte Aero 15 gibt's wie immer in unserem Testbericht. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Wir freuen uns auf euch!